perfekt wirkte der Wurf. 65-26, das ist die Qualifikation, da braucht sie gar nicht mehr weiter. Also, Viluda und Hellmann direkt im Finale. Und mit Franka Dietsch müssen wir abwarten. Da müssen die anderen weniger als 59,5 Meter werfen. Dann wird auch die dritte deutsche Starterin dabei sein. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Die Dopingsünderin von Tokio, die Lisa Floyd, ist inzwischen 30 Jahre. Martina, mit der Qualifikation, wie es sich gehört, für eine Weltmeisterin, sie waren 83 Weltmeisterin, 87 für eine Olympiasiegerin von Seoul, keine Probleme? Ja, doch, jedes Mal hat man wieder Angst und ist aufgeregt. Ja, aber es geht trotzdem jedes Mal wieder gut. Wie weit war er denn? Ich weiß nicht genau, ich glaube 65 und Zentimeter weiß ich nicht. Und gefordert sind 62. Ne? Die Ilke hat es auch geschafft, die haben wir nicht an. Geworfen im ersten Versuch gleich. Und aus der ersten Gruppe plus noch einer 62. Das ist ein bisschen knapp, muss ich sagen, ein bisschen schwach. Sie kommen aus Leipzig, haben mittlerweile ein kleines Töchterchen. Schöne Grüße sicher rüber. Ich weiß nicht, ob Sie jeden Tag telefonieren können. Ja, ich telefoniere eigentlich mit meiner Tochter momentan gar nicht, weil sie sich im Urlaub mit meinen Eltern befindet und ich möchte es aber ganz herzlich grüßen. Was ist denn Ihr Ziel hier? Ich meine, wenn man so viel erreicht hat wie Sie, Diskuswerfen hat ja eine Riesentradition in Deutschland, genauer gesagt in der ehemaligen DDR gesagt, fast alle Medaillen gewonnen von ehemaligen Athletinnen aus der DDR. Was nehmen Sie sich denn hier nochmal vor? Eine Medaille kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt verwegen wäre, würde ich sagen, den Hattrick. Aber reell eingeschätzt, muss ich sagen, über eine Medaille würde ich mich sehr, sehr freuen. Zumal ich ja nach meinen Kenntnissen die einzigste Athletin bin, die bei der dritten Weltmeisterschaft jetzt hier eine Medaille holen kann. Ich nehme an, oben die beiden Kollegen, der Bernd Heller und der Peter Leisel, die überlegen jetzt mal fieberhaft, aber es wird stimmen, wenn sie das so sicher sagen. Die stärkste Konkurrenz kommt aus dem eigenen Land, ne? Ja, die Ilke auf alle Fälle. Und dann muss ich auch sagen, die Sportfreunde aus der Sowjetunion. Und die Chinesen sind immer noch so ein Unsicherheitsfaktor, das wissen wir immer noch nicht so richtig. Sie studieren zusammen mit der Ilke, stimmt das? Ja, an einer Hochschule. Wir studieren beide Sport in Leipzig. An einer, an der berühmten DHFK. Im Finale alles Gute für Sie, für die Ilke. Wir werden es sehen. Schönen Dank, Martina. Danke. Oh, und empfindlich kühl dort, wo die Sonne im Stadion nicht hinkommt. Aber die Speerwerferinnen, die können mitten in der Sonne ihren Anlauf gestalten. Der Wind, den wir hier oben auf den Rängen spüren, der kommt nicht unbedingt hinein ins Stadion, sodass jetzt die nächste Werferin, Denise Thimar aus Zürich, ihren zweiten Versuch absolvieren kann. Nur wenn der Speer abgeworfen wird und dann den Arm verlässt, steigt, dann wäre natürlich ein bisschen Gegenwind gut, denn die Damen werfen hier noch mit dem Speer alter Prägung, dem Segelspeer, der durch Gegenwind wie von dem Luftpolster dahin gleiten kann. Denise Thimar, die 24-jährige Schweizerin. Aber für sie war es schon ein Erfolg, obwohl sie in diesem Jahr auch schon 64 Meter geworfen hat, dieses Finale schon erreicht zu haben. Beate Peters hat ja leider auch sie in diesem Jahr viel mit Erkrankungen und Verletzungen geplagt, die Qualifikation nicht überstanden. Sodass also das Ergebnis der letzten Silke Renk aus der DDR, bisher Platz 6 und 10 cm weiter als Ingrid Thyssen geworfen. Auch das bringt ihr keine wesentliche Verbesserung. 21 Jahre, die beiden jungen Werferinnen, die Beate Koch und die Silke Renk aus Erfurt. Da ist der Nachwuchs für Petra Felke schon da. Silke Renk hat ja auch schon 71 Meter geworfen in diesem Jahr. Also für Silke Renk bleibt sie. Silke Viluda, Martina Hellmann waren noch gar nicht dran. Schau mal genau auf das linke Knie. Sonst schon in der Qualifikation und in vielen Wettkämpfen zuvor aufgefallen. Dass sie dies besonders stark im Abwurf gelegentlich beugt. Was nicht gerade im Sinne des Erfinders ist. Auch dieses Mal war es der Fall. Es war ein Musterbeispiel dafür. Deshalb auch keine besonders gute Weite. Jedenfalls für ihre sonstige Klasse nicht. Schauen Sie noch mal genau hin. Seltsame Abwurfhaltung. Sieht man eigentlich sonst
von Keiner. Und der Wurf war ja auch nur wirklich nicht gut. So rund. Drin, weil die Bulgarin Christopher eigentlich nur durch einen Zufallstreffer Weltmeisterin wurde. Aber auf der anderen Seite sind Sie nun die Herausforderin für 92. Sicherlich. Die Serie zählt leider im Diskuswerfen nicht. Es zählt der beste Versuch. Vielleicht ist von mir jetzt ein bisschen die Last genommen, dass ich ein bisschen unbeschwerter an das Training für 92 und damit auch an die Olympischen Spiele für 92 rangehen werde. Sie muss beweisen, dass sie als Weltmeisterin das nächste Jahr bestehen kann. Ich kann in der Hinsicht ein bisschen locker rangehen. Sie haben Ihr Maskottchen mitgebracht. Wollen wir vielleicht die Geschichte dazu erzählen? Elefanten sammeln Sie, habe ich mir sagen lassen. Das stimmt, ich sammle Elefanten und diesen Elefanten habe ich nach dem Wettkampf ein bisschen als Trostpreis von meinem Trainer Geschenk gekriegt und er wird mich jetzt, glaube ich, bei jedem Wettkampf mit begleiten. Ist Ihr Trainer eigentlich immer so aufgeregt? Sie haben ihn heute ein bisschen beobachtet. Auch sicherlich. Als Trainer ist, glaube ich, ein bisschen schwer draußen zu stehen und zuzugucken und im Endeffekt nichts machen zu können groß. Ich möchte es nicht unbedingt sein. Ich will zum Schluss vielleicht noch ein Wort über Ihre berufliche Perspektive. Sie studieren in Leipzig, trainieren in Halle. Das Ganze jetzt unter neuen, unter westlichen Bedingungen. Ist das für Sie ein Handicap? War es unter den Bedingungen in der alten DDR für Sie einfacher, Leistungssport zu treiben? Sicherlich war es einfacher, Leistungssport zu betreiben, denn es wurden viele Probleme von uns abgenommen, auch was die berufliche Entwicklung anbelangt. Allerdings gibt uns die ehemalige DFK, die ist jetzt Sportwissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig, die Möglichkeit, das Studium in der Form zu beenden, wie wir es angefangen haben. Das heißt, als Fernstudium im Endeffekt zu absolvieren. Ich fahre einmal in der Woche an die DFK, absolviere dort einen vollen Studientag, was nicht unbedingt leicht ist, denn wir arbeiten dort 10-12 Stunden lang ohne große Pause. Aber es macht mir Spaß und es gibt mir auch eigentlich sehr viel fürs Training, denn es sind doch viele wissenschaftliche Auswertungen, die wir dort erfahren und auch dementsprechend auch mitkriegen. Prima, machen Sie weiter so und freuen Sie sich über Silber. Danke. Danke Ihnen schön. Es gab noch drei weitere Entscheidungen an diesem Tag. Zahlen und Fakten von Dieter Adler und Gerd. Ein Zentimeterchen nach. Im vierten Versuch 69 Meter, nun im fünften 69 Meter und 12. Ihre lange ungeschlagen Serie schien auch heute nicht abzureißen. Dann aber gab es doch noch eine kleine Überraschung. Die 29-jährige WM-Dritte von 87, Cvetanka Christova aus Bulgarien, eigentlich seit geraumer Zeit nicht so recht in Form, warf im sechsten Durchgang 71 Meter und 2 Zentimeter. Gold und Fassungslosigkeit. Ücke, eine strahlende zweite oder doch ein bisschen enttäuscht, weil eine große Serie zu Ende gegangen ist? Eigentlich beides, denn die Weltmeisterschaften ist ein großer Wettkampf und hier Zweite zu werden ist nicht schlecht. Allerdings hatte ich mir natürlich ein bisschen mehr vorgenommen. Was heißt ein bisschen mehr, über 70 Meter oder Platzierung? Ich wollte eigentlich Weltmeisterin werden. Ich war eigentlich immer zum Wettkampf, um zu gewinnen. Hier hat es leider nicht geklappt. Die Christopher war die bessere, zumindest im letzten Versuch. Das muss ich akzeptieren. Dritte angesprochene junge Dame. Sie ist immerhin diejenige, die größte Weite erzielt hat von allen 8 Teilnehmerinnen in diesem Jahr. In diesem Wettkampf ist ihr das noch nicht gelungen. Sie ist nach wie vor die Drittplatzierte mit 62 Metern und 40 Zentimetern. Dies wird ein kleines Stückchen kürzer gewesen sein. Aber weiterhin dritter Rang für Larissa Karadzic. 61 Meter und 56 waren das im vierten Durchgang. Spannendes Wechselspiel bisher in dieser Konkurrenz zwischen Ilke Semeda und Maritza Marten. Nun wäre eigentlich die Ilke wieder dran zu kontern. Nachdem sie mit 67,80 Meter in Führung gegangen war, hat die Kubanerin dagegen gehalten, einen halben Meter draufgepackt. Was hat Ilke noch drauf? Auch den hat sie gut in den Wind gelegt, aber ich glaube nicht, dass es weiter war. Obwohl man sich nach den Begrenzungen nicht hundertprozentig richten kann. In etwa so 67 Meter waren es aber wieder. Auf alle Fälle kann man jetzt schon sagen, eine gute Serie, ausgeglichene Leistung von der Ilke am späten Zeitpunkt der Saison. Fast alle Würfe jenseits der 67 Meter.
dieser 67 Meter und 90 Zentimeter weit wieder eine kleine Steigerung, aber es reicht nicht, um wieder an Marissa Martin vorbeizukommen. Dann schon länger bekannt, Stefanie Storb vom VfL Wolfsburg. Ohne Frage, im Kugelstoßen hatte sie die Meisterschaft schon im Vorwege gewonnen. Wer wollte sie schlagen? Ja, und da freut sie sich, die 19-jährige Titelverteidigerin, und das zu Recht. Ein weiter Stoß, 19,90 Meter und neue persönliche Bestleistung. Wenn das kein gutes Omen für Rom ist. All ihre Kraft hatte sie in den zweiten Versuch gelegt. Aber damit nicht genug. Eine Doppelmeisterschaft sollte es werden. Die Siegerin im Diskuswurf ebenfalls Stefanie Storb. Ihre Weite 57,58 Meter. Verteidigerin und 10-jährige Titelverteidigerin und das die 19-jährige Titelverteidigerin und das zu Recht. Ein weiter Stoß, 19,90 Meter und neue persönliche Bestleistung. Wenn das kein gutes Omen für Rom ist. All ihre Kraft hatte sie in den zweiten Versuch gelegt. Aber damit nicht genug. Eine Doppelmeisterschaft sollte es werden.